Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. In der letzten Folge sind wir hier auf dem Planeten gelandet und haben jetzt den Auftrag gekriegt, ein... Wie hieß das Ding? Ein Terrain-Manipulator herzustellen. Gut, einmal mal gemacht. So. Müssen wir den dann aufladen? Nein. Sammel Kupfer. Ich würde ja gerne erstmal hier den hier machen. Nee, irgendwas haben wir Natrium ansammeln. Keine Sachen scannen. Giftschutz und Schilder ab, das ist ja alles nicht gerade so hilfreich, was eigentlich sein sollte. So. Was sind da unten? Tiere! Interessant zu sein, wir finden Tiere hier. Finden sich Natrium. Wir sollten vielleicht erstmal das Natrium-Gelumbe holen. Damit wir unser Schild immer wieder aufladen können. Weil wir jetzt wieder andauernd. Au! Fuck. Weil wir die ganze Zeit mit Gift vollgeschüttet werden. Vorne ist irgendwas Rotes, ein rotes Kreuz. Was bedeutet das? Ah, nochmal so eine gefährliche Pflanze. Das Ding sieht uns gerade nicht. Ich glaube, das falsche gerade aktiviert, ne? Wie kann man denn dazwischen wechseln? Hä? Ah, geh! Gut, 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 gut. So, wir nehmen jetzt erstmal das Natriumgelumbe mit. Dann drücken wir mal C. So, rufen wir erstmal das Ding weg und nehmen hier das Zeug wieder mit. Schrott bitte einmal mitnehmen. Hier die Kiste durchsuchen. Die wieder da drüben noch. So. Was ist das hier? Kohlenstoff. Nur mal kurz einmal mit. Wir brauchen auch gleich noch Kohlenstoffdioxid. Damit wir das Ding auch wieder aufladen können. So. Was ist das hier? Kohlenstoffdioxid. Da drüben sehe ich auch schon wieder Natrium. So, weg mit dem Ding. Okay, da unten ist eine Höhle. Bei dem Lager unten waren wir ja schon. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Höhle rein. Mir fällt gerade auf, dass unser Giftschutz weg war. Dann gucken wir mal hier rein, was wir hier drin finden. Vielleicht ist hier unten nicht mehr ganz so toxisch. Ja, vielleicht so noch toxischer. Ja, mit Kobalt. Nur ein bisschen Kobalt mit. Nein, hier unten ist kein toxischer Schaden mehr. Also wenn hier noch kein Wächter ist, können wir unten rumhängen bis zum Abwinken. Das ist ein bisschen Kobalt, so. Das ist Kohlenstoff. Können wir das Ding eigentlich gleich mal noch erforschen hier. So. Erstmal ist ein Deck. Können wir erst wieder ein bisschen Kohlenstoff mit. Um das Ding noch gleich wieder aufzufüllen. Und noch ein bisschen Kobalt mit. Finden ja auch Stickstoff drin. Okay, so. Wir müssen das Ding wieder auffüllen. Hier rüber, dahin und einmal wieder füllen.
einmal hier aufräumen. Etwas Glück finden wir noch mehr. So, ganz viel Kohlenstoff, Stickstoff. Jetzt bauen wir hier das noch ab. Jetzt gucken wir mal weiter, was wir unten noch finden. Was ist das hier? Riechstaub, okay, was ist das? Können wir ja mal rausfinden. Okay. Deswegen rufen wir mal schnell weg hier. Wenn ich jetzt... Ach, hier ist auch Kohlenstoff drin. Dann. Machen wir die Dinger hier mal weg. So, weg damit. Jetzt ist auch noch gleich weg. Ah, wollen wir noch Kupfer. So. Das noch. Und fertig. Okay, dann die Welt kommen wir weiter. Was ist das denn? Gefährliche Flora. Können die aber schön von unten wegmachen. Ich so laufen lang. Können wir in die andere Richtung laufen? Dann laufen wir erstmal in die andere Richtung gleich. So, erstmal hier die Müll, weiß nicht was wegmachen. So ist das die gefährliche Flora. Gibt es Natrium? Sand, interessant. Was wir noch haben, was ist das denn? Okay, nichts Besonderes. Muss weiter Kobalt sein. Gibt es Sauerstoff? So. Was ist das? Eiweißperle. Eiweißperlen, sind denn Eiweißperlen? Interessant, interessant. Die schon hier rumliegen, müssen wir die auf jeden Fall mitnehmen. Ist zwar noch kein Kupfer, aber es ist schon mal mehr wie gar nichts. Hier, nimm mal die jetzt noch mit hier. So. Auch wieder Ding ist seine. Oder? Ja, Kobalt. Hier ist Ende. Nur noch ein bisschen davon mit, ja. Vorsichtshalber. So. Guck mal, ja, hier im Vorbeigehen mit Abreißen. Da hab ich ihn gerade angeschossen gehabt. Okay, den können wir noch stehen lassen. Gut, machen wir auch viel hängen. Geben uns Natrium. Deswegen sollte man die auf jeden Fall kaputt machen. Ja, da. Sauerstoff. Das wird schon Natrium. Was ist da hinten? Sauerstoff. Das ist Sauerstoff. Sauerstoff. Also nichts, was wir gerade brauchen können. Okay, okay, okay. Gucken wir mal weiter. Irgendwo müssen wir ja mal Kupfer finden. Und den noch mit. Ich war so schön auf dem Weg. Da gehst du schon wieder raus. Ah. Na, ja, machen wir hier die Steine hier vorne mit. Jetzt warten und weiter.
kurz. Hier können wir noch mal am besten Kupfer kriegen. So, jetzt gehen wir aber, bevor wir rausgehen, das Ding machen wir erstmal wieder voll. Dann würde ich gerne die Lebenserhaltung voll boosten und der Gefahrenschutz ist voll geschützt. Gut. Gehen wir mal wieder raus. Die Dinger selbst kennen wir schon, oder was? Ich weiß nicht. Ah nein, das ist immer noch Höhle. Nur, dass das hier eine riesige Höhle ist. Warum möchte ich nicht mich erstmal hier hoch? Ist auch wieder nichts. Ich kann ja nicht nebenbei immer noch mal was abnehmen. Wenn wir hier lang laufen müssen. Wo ist denn jetzt dieses doofe Kupfer? Irgendwo muss da ja mal Kupfer sein. Jetzt Natrium. Das Natrium ist gut. Irgendwie brauchen wir ja Natrium. Das Ausdruck nehmen wir gleich noch mit. Guck mal, wir sehen Felsen. So. Ist noch ein bisschen schneller, ja. Ich möchte das doofe Natrium. Was war schon Natrium? Das doofe Kupfer finden. Ich glaube, finde ich auch mal wieder einen Höhlenausgang. Obwohl, warte mal. Was ist das hier? Ah, das sind wieder Pflanzen. Eine riesige Pflanze. Können wir schön vom Boden aus wegmachen. Ah, guck mal. Gleich die Wasserstoffe. Haben wir auch hier noch gefunden. So, erstmal das große Ding weg. So. Und jetzt hier. Zerstörung. Kurz warten. Und weiter. So. Alles weg hier. Und weg damit. Gut. Natrium. Sauerstoffen, das ist nicht so cool. Natrium. Ich glaube, ich werde einen Kupfer nur an der Oberfläche finden. Da bin ich der Meinung, wir sollten mal so viel Natrium mitnehmen wie nur möglich. Aber wir halt oben die ganze Zeit auffüllen müssen. So. Da kamen wir her, ne? Ja, oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe mich schon verlaufen in der Höhle. Da vorne ist das jetzt vielleicht nicht mal was zu mitnehmen oder so? Was ist das da? Blume. Okay. Was bringt denn so eine Eiweißperle eigentlich überhaupt? Wenn ich schon die ganze Zeit mitnehmen. Irgendeinen Nutzen haben. Okay, was haben wir hier noch? Das können wir aktualisieren. Das können wir entdecken. Ein Sekundärelement. Ammoniak.
Keine Ahnung, wie man das andere hier rankommt. Ah, war gleich wieder aufgenommen. Puh, ist die Höhle groß. Du bist eigentlich doch schon langsam lieben gerne raus. Komisch, das müssen wir überhaupt finden. Vorne könnte es vielleicht rausgehen. Ne, geht's erst wieder nach oben. Nach oben ist erstmal gut. So, und hier geht's gleich wieder runter. Erstmal mal die Wasserstoffe nehmen. So, es scheint mir so. Was war's das hier? Ach du Kacke. Wie kommen wir jetzt zum Teufel raus? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie weit sind wir denn vom 500? So weit sind wir eigentlich reingelaufen. Sind aber wahrscheinlich auch hoch und runter gelaufen. Wieder die Wasserstoff. Hier geht's raus. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das war jetzt dumm. Das war jetzt doof. Jetzt sind wir voll reingelaufen. Okay, warte mal. Dann müssen wir die erst wieder auffüllen. Kurz weiter. Der Ausgang. Erstmal wieder die Wasserstoffe rumliegen. Okay. Oh, die wird schon noch ganz bestimmt nicht angeschossen haben. Gut, so. Kein Ausgang. Wo ist das Raumschiff nochmal? Da. Wir fallen einfach Richtung Raumschiff an, weil so rum, glaube ich, sind wir ran. Ich habe den Ausgang gefunden. Gold! Ich muss irgendwas rausschmeißen. Das brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Ammoniak ist so relativ. Obwohl, wir müssen eher. Warte mal, wir können schon Sachen rausschmeißen. Zu übertragen. Raumschiff. Mist. Tschüss mit dir. Die Eiweißperlen. Extrem selten. Ja, müssen wir das eigentlich behalten? Wir machen erstmal zwei Platz, weil wir müssen jetzt erstmal anfangen, Gold mitzunehmen. Warte mal. Ist vielleicht, wenn ich jetzt das. Ach ne, es war G, oder? Ach so. Ich kann damit graben. Machen wir einfach so, ich komme hier gerade nicht raus. Wo bin ich hier gerade? Was haben wir hier drin? Kupfer. Geriet, Salz. Hmm.
Da ist was Riesiges. Kann ich abbauen? Was bringt mir denn das ab? Von das kaputt machen von den Sachen? Das verstehe ich schon nicht. Warte mal, hier haben wir was dran. Ammoniak. Ja, warte mal, wir gehen jetzt mal hier drauf und dann einfach. Was mache ich jetzt hiermit? Ich kann mir eine krasse Höhle bauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bringt, mir eine Höhle bauen zu können. Keine Ahnung. Wechsel mal wieder auf das normale Ding. Das ist das Ammoniak-Ding. Ich weiß nicht, was mit diese Grabenfähigkeit, was sie mir bringt. Ich habe auch noch keinen Kupfer gefunden, ne? Nee. Aber Gold. Ist ja schon mal mehr wie gar nichts. So, hier nochmal noch die Pflanzen mit. Also. Laden das Ding erstmal wieder auf. Ja, Schutz hoch damit. Guck mal den nach, den kennen wir schon. Habe ich es angegriffen? Nein. Ich glaube, ich habe mich schon kaputt gemacht. Was ist das denn? Kupfer. Hält mich. Hält mich was? Ich verstehe nicht, warum ich das hier anvisieren soll. Guck mal da hinten. Ah! Oh. Muss ich jetzt in den Boden rein oder? Sonst noch irgendwo? Kann ich irgendwie. Hier unten. Eine Frage. Achso, lädt das nach. Was brauchen wir, um das Ding nachzufüllen? Oh. Alles, was Müll ist. Das Müll ist wieder relativ da entlang. Aufgebraucht, einmal bitte nachfüllen. Okay. Wir sind noch 300 Meter entfernt. Wir brauchen echt viele Ressourcen hierfür. Natürlich ist es dumm, wenn wir aus dem Fels nicht rauskommen würden. 331. $12,000 ist zugelegt. Vielleicht müssen wir dann noch 280. Wir sind halt schon wieder fast leer. Wir sind leer.
What the fuck, braucht das Ding viel. Boah. Weit noch? 248. Was ist da hinten? Außerirdisches Artefakt. Graben, 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 graben. Die Lebenserhaltungssysteme sind relativ weit unten. Die können wir gerade alle nochmal voll machen, wenn wir schon hier dabei sind. So. Und go. Und draußen. Gut. Gehen wir kurz wieder rein. Wechseln mal das Ding. Das können wir gleich mal aufladen, wenn wir gerade hier draußen stehen. Und wie weit müssen wir jetzt? Nochmal nachgucken. Wir müssen bis ganz dahinter. 219. Und natürlich dieser komische Roboter schon wieder. Wie weit noch? 77 bis zur außerirdischen Stätte. Und wo ist das? Da. Das ist Kupfer. Wir haben Kupfer gefunden. Und hier brauchen wir jetzt das Ding. Okay. Okay, ich erinnere mich gerade, wenn ich hier anfange auszugraben, wie das funktioniert hat. Hier alles ausbrennen. Wir brauchen definitiv mehr Ferritzeug. Okay. Holen wir uns mal ein bisschen mehr Ferrit. Hi. Machen wir einfach so hier. Dadurch hat der wieder ein bisschen Saft. Wir können es Kupfer holen. Voll mit Kupfer voll holen. Alles, was wir haben, ja. Ich habe kein Interesse, nochmal nach Kupfer zu suchen. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt... Ja, genug Kupfer, würde ich mal sagen. Dann würde ich gerne erstmal hier drauf gehen. Wir müssen das Ding da auffüllen. Was ist das denn hier? Der Tische da, Kohlenstoff. Okay. Kann ich denn mein Schiff rufen? Wie ging denn das jetzt nochmal? Oh. Dein Problem. Hau ab. Warte mal. So. Irgendwie dachte ich, konnte mir das Raumschiff mal zu uns holen. Ich will jetzt erstmal zurück zu unserer Basis. Will ich hier was mitmachen? Nein, da brauchen wir Natriumnitrat. Das hat man irgendwo mal gesehen gehabt. Warte mal, hier haben wir noch ein bisschen. Ja, haben wir. Ne, Inventar ist voll, ne, ja. Wo haben wir das Loch reingemacht? Können wir das Loch gerne wieder zurücklaufen. Das war da irgendwo hier in dem Felsen noch nicht. Da. Geh durchs Loch wieder zurück. Den Basiscomputer bauen wir in der Folge noch. So. Und erst wieder rein. Und jetzt dauert es erstmal eine Weile. Obwohl wir mal gerade hier drin sind, können wir erstmal rüber gehen und eine Raffinerie bauen. So.
Ja, was soll ich machen? Ach ja, ich soll Metall herstellen. Es geht an dem Ding. Das heißt, ich hau hier erstmal wieder ein bisschen Kohlenstoff rein. Dann hau ich hier das Kupfer rein. Aber wir haben ja noch 65 Kupfer. Und was machen wir jetzt das hier? Wie lange dauert das? 48? Okay. Währenddessen hau ich mal noch das Ding hier hin. Was ich hier mitmachen kann. Daten eingeben. Okay, Nahrungsstrukturen ordnen. Haben wir irgendwas? Ne, überhaupt nichts. Doch, da hinten haben wir noch ein Signal. Okay, gut. Was ist jetzt los? Okay. Einmal will das hier mitnehmen. Bist du fertig? Ist fertig, gut. Nimm mal das mal wieder in den Exo-Anzug. Und das ganze Ding bitte auch. Warte mal. Mitnehmen. So. Kann ich jetzt theoretisch einen Bordcomputer herstellen? Haben wir nicht mehr Kupfer, oder? Doch, wir haben da noch einen Haufen Kupfer. So, stellen wir das Ding erstmal wieder hin. Ich hab's da gerade im Inventar nicht gesehen. So, hauen wir jetzt hier mal kurz wieder Kohlenstoff rein. Hier wird jetzt wieder... Hier steht bei mir Natrium. Ach, hier ist Kupfer. Und dann machen wir mal... Wie viel braucht man noch? Ich glaube so um die 30 machen wir jetzt noch. Gut, starten wir. Sollte ja nicht so lange dauern. Währenddessen können wir erstmal unser Schild wieder hochfahren. Lebenshaltung können wir auch noch mal oben ballern. Dann kriegen wir also Geld, oder was? Okay, okay, okay. Fertig das Ding. Gut. Holen wir ja das Rest Natrium wieder raus. Das Zeug holen wir raus. Und dann lagern wir den Erz mit ein. So, jetzt müssten wir ja den Basiscomputer bauen können. Dahin. Registriert das Land als sein Eigentum. Benutzt er als Basis. Nein, ich will ja kein Land. So, suche nach kartografisch Archiven. Ich will eigentlich das Land hier noch nicht haben. Ich will woanders bauen. Wenn, dann bei meinem Raumschiff. Fuck. Inventar voll. Okay, wir hauen das hier weg. Nimm das jetzt mit. Gut. Ich würde sagen, endet hier unten in den Höhlen die Folge zu No Man's Sky. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und guck in die Kamera. Und tschüss.